Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Handtracking ist in Sachen VR die Zukunft. Bei der Quest zum Beispiel kann man das schon seit Update 15 machen und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es schon bald auf allen VR-Headsets geben wird. Unser Körper wird praktisch der Controller. Bei der Quest schaut es derzeit so aus, dass das Ganze mittels Zwei-Fingersystem funktioniert. Und ich kann euch sagen, von außen schaut das extrem doof aus, aber dennoch, es ist effektiv. Es gibt nur wenige Spiele, die man damit machen kann, aber man kann damit die Tastatur betätigen, also das Keyboard, und noch andere Dinge auch. In einem meiner nächsten Videos zeige ich einmal, wie das von außen ausschaut. Kleiner Tipp, bitte schrägzeichnet. Ich persönlich bin froh, dass ich die Quest habe. Sie ist zwar schwer, aber dennoch, mit ihr funktioniert es am besten. Heuer kommt wahrscheinlich noch ein Headset raus, das rein auf Handtracking, also zu 80% auf Handtracking oder Bodytracking funktionieren wird, und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Denn wozu sich eigentlich teure Controller kaufen, wenn man doch zwei selber hat und die sind nur dazu am Körper, nämlich die Hände. Das Ganze steckt jetzt zwar noch in den Kinderschuhen, aber dennoch, es funktioniert. Und ich kann euch sagen, ich bin wirklich extrem zufrieden damit, weil damit geht es einfach leichter. Die Technologie ist noch ausbaufähig, da ist noch viel Luft nach oben. Aber wenn ihr mehr Headset habt, das dazu fähig ist, dann probiert es aus. Und ihr werdet sehen, dass ihr sehr, sehr viel Spaß damit haben werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bitte bleibt gesund, euer Mike.